Nach einer langen und anstrengenden Wanderung sind wir angekommen am Altusrieder Gipfelkreuz. Hier sieht man perfekt über den Ort, den wir heute erkunden werden. Ich bin mal gespannt, viel gesehen habe ich noch nicht, aber auf jeden Fall schon mal die ganze Umgebung drumherum. Jetzt wird es Zeit, dass es mal reingeht in den Ortskern und dass ich entdecken werde, wer hier alles so lebt. Altusried ist ein Markt im Landkreis Oberallgäu. Mit seinen 167 Gemeindeteilen leben hier ca. 10.000 Einwohner. Mal schauen, wen ich davon heute treffe. Wenn Sie den Satz vervollständigen müssten, wie würden Sie das machen? Altusried ist für mich Heimat. Sind Sie hier aufgewachsen? Ja, gebürtig Kempten, aber immer in Altusried gewohnt und aufgewachsen. Was ist dann das Schöne an Altusried oder so Ihr Highlight? Ich glaube, die gewachsenen Freundschaften. Das hat weniger mit der Ortschaft zu tun als mit den Sozialkontakten. Das macht es ja auch aus, gell, dass man sich gut versteht. Wie ist denn so der typische Altusrieder? Kann man den beschreiben? Das ist, glaube ich, nicht so schmeichelhaft. Oh, okay. Sind die besonders frech oder? Die Altusrieder, die Allgäuer allgemein. Ich glaube, das sind die grantigsten Bürger Deutschlands. Ja, wirklich. Also ich komme eigentlich aus München und bin ins Allgäu gezogen und finde, alle sind eigentlich sehr nett immer zu mir. Habe ich vielleicht Glück gehabt. Vielleicht, wie man es gewöhnt ist. Ja, vielleicht sind die Münchner nur grantiger. Das kann natürlich auch sein. Seit rund 135 Jahren gibt es in Altusried ein ganz besonderes Highlight. Seitdem werden die bekannten Freilichtspiele aufgeführt. 1999 kam dann sogar die eigene Freilichtbühne dazu. Und genau da sitze ich jetzt auch. Alleine im Theater zu sitzen, das war für mich immer ein großer Traum. Für die vielen bayerischen Theaterbesitzer war das aber in diesem Jahr ein großer Albtraum. Denn die mussten ja geschlossen haben, so wie auch die Allgäuer Freilichtbühne hier in Altusried. Da würde ich jetzt eigentlich mit 2.499 anderen Zuschauern sitzen und mir Ronja Räubertochter anschauen. Das geht ja in diesem Jahr leider nicht, aber wie es nächstes Jahr weitergeht, das interessiert mich und darüber spreche ich jetzt auch gleich. Und zwar mit Sebastian Herwart, dem Geschäftsführer der Allgäuer Freilichtbühne Altusried. Wir haben die Zeit genutzt, um einerseits von der Bühne aus die Jahre, die dann hoffentlich irgendwann mal kommen werden, 2022, 2023 vorzubereiten, also unserer Zeit ein bisschen voraus zu sein. Proben konnten wir leider auch nicht, weil wir dafür zu viel Mitwirkende haben. Da sind wir auch unter die Corona-Auflagen gefallen und konnten da nicht viel machen. Es waren auch alle so ein bisschen im Loch. Es hatte auch keiner mehr so richtig Lust, so fast schon aus Trotz nicht mehr rauszugehen. Und das kommt jetzt langsam erst wieder. Tatsächlich proben wir am nächsten Wochenende. Mit zumindest der kleinen Belegschaft mal fangen wir wieder an, um das dann hoffentlich fürs nächste Jahr wieder anzufahren. Wisst ihr denn schon, wie es aussieht oder muss man da immer noch so ein bisschen pokern? Dürfen wir nächstes Jahr spielen oder nicht? Wie dürfen wir spielen? Wie viele Leute dürfen hier reinkommen und zuschauen? Wir zittern, ehrlich gesagt. Es weiß keiner, wie jetzt der Winter wird und wie der Herbst wird. Wenn wir Anfang nächsten Jahres von den Auflagen so sind, wie wir jetzt gerade sind, sind wir ja fast schon froh, wobei 400 Zuschauer auf 2.500 Plätzen auch sehr dünn wäre. Wir hoffen, dass sich da was tut, denn gerade hier unter freiem Himmel sind wir ja doch, können wir die Abstände ganz gut einhalten und wir würden weit mehr als die 400 zugelassenen Besucher jetzt auch unter sicheren Aspekten eigentlich unterbringen können. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ihr dann nächstes Jahr spielen dürft. Auf was kann man sich denn dann freuen, wenn es soweit ist? Jetzt schon mal so als kleiner Vorgeschmack für nächstes Jahr. Wenn alles so klappt wie geplant, dann haben wir 17 Aufführungen Ronja Räubertochter in einer Fassung, die nochmal für uns überarbeitet wurde. Die Lindgren-Erben sind da sehr streng. Es gibt eine Theaterfassung, die es erlaubt und wir kriegen eine nochmal eigene angepasste, weil wir einfach zu groß sind für die Bühnenfassung. Und danach wird es nochmal Konzerte geben, wahrscheinlich 8 sogar, dass man so ein bisschen dieses Jahr nachholt. Und dazwischen planen wir, toi toi toi, ein Picknicktheater. Das heißt, eine Aufführungsreihe, deren Stück jetzt noch nicht ganz klar ist, aber wo Besucher kommen können und auf der Bühne sitzen, also die Freilichtbühne mal von der anderen Seite kennenlernen, können ihr dann, wenn es klappt, ihre Stühle mitbringen und ihr
Essen und Getränk selber mitbringen. Und dann haben wir in hoffentlich schönen Sommernächten Abende auf der Freilichtspielfläche. Altusried liegt ja direkt an der Iller und hier sorgt man sich besonders um die Fische in der Iller, zum Beispiel auch der Tobias Epple. Wir sind gerade an einer Fischwanderstelle, habe ich das richtig gesagt? Fischwanderhilfe. Hilfe, so. Sagt man, genau. Bei was muss man den Fischen denn beim Wandern helfen oder warum? Ja, so ein Fisch, der hat innerhalb seines Lebens vom Jungfisch zum erwachsenen Fisch ganz viele verschiedene Habitatansprüche. Ein kleiner Fisch bevorzugt einen ganz anderen Lebensraum wie ein adulter Fisch. Und diese verschiedenen Lebensräume, die finden sich nicht immer zwischen Wanderhindernisse, wie hier zum Beispiel das Kraftwerk in Altusried. Und mit solchen Fischwanderhilfen ermöglichen wir in fragmentierten Gewässern, die durch Wanderhindernisse verbaut worden sind, den Fischen wieder die Wanderung, sodass sie alle Habitate erreichen können. Habitat mal für alle Zuschauer. Ich glaube, das heißt einfach der Lebensraum gerade, genau, in dem der Fisch wohnt, ja, oder? Habitat ist der Lebensraum von einem Fisch und da bevorzugt der Fisch ganz unterschiedliche Habitate. Zum Beispiel im Winter, wenn es kalt ist, dann bevorzugt der Fisch strömungsberuhigte, sehr tiefe Standorte. Oder im Sommer, wenn der Fisch viel frisst zum Beispiel, dann eher flache, schnell überströmte Gewässerbereiche. Aber was wäre, wenn es jetzt nicht diese Wanderhilfe gäbe? Ja, den Fischen geht es schlecht in unseren Fließgewässern, vor allem den strömungsangepassten Fischen. Ein Großteil der Strömungsfische steht auf der roten Liste. Und ein Grund für die Gefährdung der Fische ist eben, dass sie nicht mehr alle ihre Lebensräume, die Habitate erreichen können. Und ich glaube nicht, dass wir das auf unser Gewissen nehmen können, wenn wir wissen, unsere Generation hat hier die Fische und das Leben in dem Fluss zerstört. Und darum muss man was machen, dass auch die zukünftigen Generationen der Menschheit von dem, ja, reichhaltigen Leben unter Wasser profitieren können. Absolut. Du kümmerst dich darum ja jetzt auch beruflich, aber es gibt auch viele, die sich darum ehrenamtlich kümmern, genau, und sich hier einsetzen. Und ich würde sagen, zu einem so einem Ehrenamtlichen schauen wir jetzt auch mal hin. Die Wanderhilfe gehört so wie das Zählbecken zur Aktion Fischzählung an der Iller. Seit 2016 bestimmen, zählen und vermessen Ehrenamtliche die Tiere im Becken. So auch Max Tanner. Der leidenschaftliche Angler ist einer der freiwilligen Helfer. Hier an der Fischzählung in Altusried. Und wohin geht's jetzt für die gezählten Fische? Die Fische werden gezählt, nach der Art bestimmt. Die Länge wird bestimmt oder gemessen. Und der Fisch wird dann jetzt übergesetzt, mit dem Tübel dann hoch, oberhalb vom Wehr, dass sie weiter nach oben schwimmen können. Warum ist es wichtig, dass man weiß, was hier für Fische leben und welche Größe die haben? Ich denke mir, das ist sehr wichtig für die Iller und für alle anderen Flüsse in Bayern und auch europaweit, weil wir können dann feststellen, ob die Fischtöten funktionieren, ob sie angenommen werden von den Fischen und welche Fischarten hier vorkommen und welche eigentlich der Hilfe bedürfen, schätze ich mal. Sieht man dann an den Fischen auch, wie die Wasserqualität der Iller ist? Ja, das sieht man, die Fische. Wenn schlechtes Wasser wäre, hätten wir viel weniger Arten, mhm, und hätten auch viele Fische, die mit Krankheiten belegt sind. Ja. Also Ausschläge und Schwüre und was da vorkommen kann. Aber denen geht's jetzt gut, gell? Denen geht's gut. Dann würde ich sagen, lassen wir die wieder zurück, ganz in die Freiheit, oder? Ja. Dann vielen Dank euch beiden für den kleinen Exkurs in die Fischkunde. Ich habe mal wieder was Neues gelernt. Die Fische, die schwimmen ja jetzt weiter in Richtung Iller. Und ich würde sagen, ich schwimme jetzt nicht, aber ich gehe zurück in den Ort, zurück nach Altusried und schaue mir mal an, was ich da sonst noch alles entdecke. Mittlerweile bin ich im Weiler- und Wallfahrtsort Gschneid. Der besteht im Wesentlichen aus zwei Kapellen und einem Gasthof. Hierher pilgern seit über 150 Jahren Gläubige, um zu beten und Ruhe zu finden. Ich treffe mich hier mit dem Kirchenpfleger Werner Bauer. Denn er kann mir einiges über die Sagen und Geschichten erzählen, die sich um den Ort ranken. Die meisten Besucher kommen heutzutage aber wegen der vielen Sterbekreuze, die im Waldstück um die Kapelle gesteckt sind. Woher kommt denn das?
Also das ist von der Geschichte her was von früher. Da haben Leute, die ein Anliegen, ein Glaubens- oder Schmerzanliegen gehabt haben, die haben dann Kreuz gebracht zur Heilung, zum Beispiel für Probleme im Stall mit Kühe oder Schafe oder ja, vielleicht auch in Rehe, beziehungsweise für Augenleiden oder Fußleiden, für solche Sachen haben die da was. Und haben dann in dieser Sache mit der Wallfahrt die Hoffnung auf Hilfe gehabt. Und bis heute ist das jetzt so geblieben, hat sich das weiterentwickelt. Können Sie schätzen, wie viele Kreuze hier stehen? 3000. Ah, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und da scheiden sich aber so ein bisschen die Meinungen, gell? Die einen sagen, wow, das ist ein ganz besonderer, mystischer Ort, das ist toll, hier kann ich mal noch mal auch ja, zu meinen Angehörigen kommen. Und andere sagen, das ist eine Müllablage. Ja gut, das ist jetzt, da hat sich das jetzt so geändert. Von der Glaubenssache von früher hat sich halt da meine Vorgänger irgendwann haben das mal für erlaubt, aus wie oder Jux oder wie, dass man, wenn das Kreuz, also wenn der Grabstein aufs Grab kommt, dann kommt das Kreuz irgendwo hin. Ist ein mysteriöser Gegenstand, ist jeder, wie er darüber denkt. Ja, und dann hat man dann Platz gebraucht. Dann haben die das mal angefangen, so, das war Anfang ganz klein, dann haben wir gedacht, ja, oder die haben sich damals gedacht, ja, die paar Einzelne vom Dorf, von Frauenzell oder Kimmeratshof oder Altusried oder vom benachbarten Wirtenberg wie Frieserhofen oder Wuchzhofen, dann ist das kein Problem. Aber das ist halt dann durch das, Arbeit dass viele, für euch auch viele, wieder, gell? Viele Wallfahrer kommen, die hat sich das rumgesprochen und jeder hat dann das dahergebracht. Und so sind es plötzlich halt viele geworden. Und jetzt ist es eigentlich schon fast mehr zur Last, weil ach ja, im Umkreis von 50 Kilometern war maximal gedacht und jetzt haben wir eigentlich einen Umkreis von 500 bis 1000 Kilometern. Wahnsinn, wie weit sich das mittlerweile herumgesprochen hat. Und schade, dass es für Ehrenamtliche wie Werner Bauer zum großen Aufwand geworden ist. Trotzdem finde ich den Ort mit seinen vielen Kreuzen wahnsinnig mystisch. Und irgendwie lädt er mich zum Nachdenken und Runterkommen ein. Immer wieder spannend, welche Orte ich im Allgäu noch gar nicht kannte. Das war's schon wieder mit Allgäu TV Inn, diesmal aus Altusried. Beim nächsten Mal geht's ins Ostallgäu. Wo es genau hingeht, das weiß ich noch nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall schon und freue mich auch, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin genieße ich jetzt aber noch die schöne Aussicht. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!